So, meine Freunde, also zusätzlich zu meinem zu dem Hauptvlog aus dem Phantasialand gibt es auch noch einen Special Vlog, und zwar für Familien und für Genießer. Das heißt, wo finde ich was Leckeres zu essen im Phantasialand? Wo gibt es Snacks, wo gibt es Törtchen, wo gibt es Desserts, was zu naschen etc. Aber die Frage, die mich beschäftigt, in den sozialen Medien schreiben ganz viele Phantasialand, Fly, doch eine Achterbahn, gibt ja gar nichts für Kinder. Genau, Freunde, das werde ich euch heute zeigen, was es hier alles für Kinder heute gibt in diesem Special. Ja, jetzt gehen wir mal nach Maus au Chocolat, da wo ich die letzten zwei Male gar nicht mehr war. Heute ist es relativ leer und deswegen, da stehen wir, glaube ich, angeschlagen 5 Minuten. Wir gucken mal, was die Mäusejagd so bringt, ob wir heute viel erwischen. Ihr seht, hier ist nichts los. Wir können Maus au Chocolat, konnten wir gerade sitzen bleiben. Und ja, habe ich so auch noch nie so erlebt. Aber nur gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das können nicht beide rückwärts fahren. So, nächste hinter mir, der lustige Papagei. Für Kinder schon ab 90 cm können da schon alleine mitfahren. Ihr seht das hinten auf der Höhenmessstange. Ja, lustiges Fahrgeschäft und auch wieder was für die Kleinen.
dir mal vor. So, stell dich mal bitte hier vor. Ja, so, wir kommen gerade vom Blümling Express und wir haben mal eine kleine Chillout-Runde gedreht, wir haben mal geguckt, die Tretboote gibt es auch noch, zwei davon sind stark getroffen, wahrscheinlich vom Hochwasser und ja, aber auch immer wieder eine tolle Attraktion, vor allem für die ganze Familie, für kleine Kinder, einmal den Park von oben erkunden in einer schönen Runde, schön gemacht, ein kleines Onrad dabei, ja. Viel Spaß dabei. Hinter mir der Wellenflug, auch ein weiteres Fahrgeschäft für die Kleinen, also auch für die Familie geeignet, toll thematisiert, geht richtig die Post ab. Schaut mal selbst. Wieder hinter mir einer der Klassiker hier im Phantasialand, das Dampfkarussell und doppelstöckig zu fahren. Richtig schöne Sachen, bewegende Pferde, Kutschen, auch was für die ganze Familie. Ihr seht, auch hier haben die Kleinsten schon Spaß. So, jetzt hinter mir seht ihr dann in Berlin, genau gegenüber vom Dampfkarussell, sind die Schließfächer. Die kosten pro Tag 5 Euro. Ihr seht, schon recht viele.
Dort konnt ihr eure Sachen, alle Taschen, Motorradhelme, Fahrradhelme etc. lassen. Wie gesagt, Gebühr 5 Euro und ja, relativ zentraler Ort hier. Seht ihr? Und auch hier, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Schließfächer, ob es die noch bei der Colorado, müsste ich gleich mal gucken gehen, ob es die noch gibt. Aber hier sind auf jeden Fall eine Menge Schließfächer, die ihr benutzt. Ja, hinter mir ist der Family Service, auch am Dampfkarussell, zentral in Berlin. Und dort könnt ihr euch Buggies und diese Bollerwagen leihen. Und dort bekommt ihr auch Tipps und Tricks hier, was Familien angeht im Phantasialand. Auch eine ganz interessante Sache, wollte ich euch auch mal ins Herz legen, weil ich da auch schon zwei, drei Fragen zugekriegt habe, ob es sowas hier gibt. Und ja, es gibt's. Da seht ihr hinter mir, dort ist der Anlaufpunkt genau für solche Sachen. So, wir waren jetzt in der Geister-Rikscha. Die Geister-Rikscha übrigens eine der ältesten Attraktionen hier im Park. Und zwar ist ein Schwarzkopf Dark Ride von 1981, 250 Meter Länge. Und wer das nicht weiß, der läuft. Dieser Dark Ride läuft ja halt unter dem kompletten Bereich Asien hier im Phantasialand unterirdisch. So, die nächste Attraktion, die ich euch jetzt für die Eltern und für die kleinen Kids näher bringe, ist das Hotel Tartuffe. Ein verrücktes Haus, ein verrücktes Hotel mit einer Menge Sachen zum Erleben. Und ich nehme euch da einfach jetzt mal mit rein. Thank you.
Ich guck mal kurz auf die Uhr. 11.36 Uhr. Zeit für einen kleinen China-Snack. So, wir haben uns dann jetzt mal bei dem China-Snack eine Kleinigkeit gegönnt. Das sind die Frühlingsrollen mit süßer Soße und der Klassiker natürlich Pommes rot-weiß, wie bei uns im Ruhrpott als übliches. Guten Appetit. So, meine Freunde, also wir haben gegessen, ein kleiner Vormittagssnack, und zwar Currywurst Pommes Mayo Menü mit einer Cola dabei, mit einer kleinen, jeweils zum Preis von 7,60 Euro plus die Mini-Frühlingsrollen für 3,90 Euro. Also ein guter Preis, aber auch eine gute Portion und schmeckt auch hier im China-Snack. So, hinter mir ist das Manchu, ein ganz tolles asiatisches Restaurant hier im Park. Kann ich euch nur empfehlen. Ich zeige euch mal gleich, was auf der Karte draufsteht. Und wer da isst, dem wünsche ich guten Appetit. So, hinter mir seht ihr dann die Focaccia und die Pizzen. Super lecker, habe ich gerade auch probiert. Und auch zu richtig humanen Preisen. Schöne Pizzastücke habe ich euch gerade jetzt auch noch mal ein bisschen näher gebracht. Richtig toll, müsst ihr probieren. So, hinter mir seht ihr, bekommt ihr Hot Nachos mit einer leckeren Käsesoße, mit Jalapenos oder mit einer Salsa-Soße. Die Preise filme ich euch gleich separat ab. Und hier in Mexiko, genau gegenüber von natürlich Chiapas, könnt ihr also diesen leckeren Snack genießen. Und wie gesagt, die Preise habe ich euch separat einmal abgefilmt. Ja, da kommen wir hier zu einer super Burgerbude, und zwar mexikanisch im Takana. Hier bekommt ihr viele, viele Burger, Cheeseburger, Hamburger, Chickenburger, Chicken Nuggets und so weiter. Und einmal hinter mir, Barbecue, richtig lecker mit Pommes im Menü und so weiter. Auch dort kann man wunderschön seinen Mittagstisch genießen und auch alles super lecker zu super guten Preis. So, ich zeige euch jetzt mal, wo man noch ein bisschen naschen kann, und zwar Schokofrüchte und Süßigkeiten kann man hier auch noch kriegen. Zeige ich euch jetzt mal. Lecker Schmecker. So, jetzt zeige ich euch mal, wo man nach den herzhaften Sachen auch ein bisschen naschen kann. Und zwar in Törtchen und Co. Da nehme ich euch jetzt mal mit und zeige euch mal die Auswahl, auch die Preise. Ich sag euch, lecker, alles mögliche, die Schaumküsse, die Eclairs, die kleinen Törtchen, richtig lecker. Und daneben ist noch Libis Café, und dort bekommt ihr auch schöne Waffeln, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und ja, schaut mal vorbei, wenn ihr hier seid. Ab geht's zu den Törtchen. Viel Spaß und guten Hunger.
So, hinter mir ist das Eiscafé Himmelreich, welches seinesgleichen sucht. So ein leckeres Eis und müsst ihr unbedingt probieren. Wenn ihr eine Runde Maus und Schokolade gefahren seid, kommt ihr direkt an der Ausgabe raus, stellt euch direkt ein, holt euch 2-3 Kugeln. Super leckeres Eis und mit der Jahreskarte bekommen die Kleinen auch noch eine Kugel gratis. Ja, und natürlich die Show ist natürlich nicht zu vergessen. Man sieht auch schon die Schlange hier. Und typisch für das Phantasialand. Die Churros gibt es Familienpackungen im Eimer, verschiedenen Größen mit verschiedenen Sorten, Natur, mit Schokolade, mit Zimtzucker und ja, absoluter Klassiker im Phantasialand. Ihr seht die Schlange, wo die anfängt und ja, aber gehören dazu. Ja, des Weiteren heißt ja Herr Flock Phantasialand für Genießer. Ich weiß nicht, ob es einer genießt, aber viele, viele Kids auch. Ich trinke sehr gerne, wenn es heiß ist. Und zwar die große Slushbar hinter mir. Könnt ihr euch selber zapfen. Große Becher, kleine Becher. Und alles verschiedene Geschmackssorten. Auch ein absoluter Klassiker im Park. Dort könnt ihr auch so einen Nachfüllbecher bestellen. Zum Nachfüllen, da zahlt er nur ein paar Euro, wenn er den wieder füllt. Und ihr seht, hier stehst du bald länger als bei Fly oder Taron. Die Crepe-Station. Auch mit herzhaft süß und ja, ich sag mal, geschätzte Wartezeit heute. Lockere 30 Minuten, würde ich sagen. Und gut, wer es braucht, aber lecker. So, meine Freunde, das war der Vlog extra ein Special für Familien mit Kids, mit den ganzen Fahrmöglichkeiten, die es für Kinder im Park gibt, wo ja immer gesagt wird, ne, immer wieder eine Achterbahn und nein, es gibt ganz, ganz viel für Kinder zu fahren, für Familienattraktionen etc. Und für Genießer, herzhafte Sachen, süße Sachen, die neue Törtchen und Co. Und der Abschluss heute, seht ihr glaube ich auch selbst, ist nicht wie üblich aus dem Park selber, sondern direkt von der neuen Location. Wo der nächste Vlog kommt, frisch aus Kreta, nagelneuer Wasserpark, dazu gibt es später mehr. Bleibt gesund, euer Ruhrpottcoaster.